Ein neuer Tag ist herangebrochen. Wunderschönes Wetter. Bisschen kalt. Ah, sieht richtig hübsch aus hier draußen. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hannover. Denn heute ist der erste Arbeitstag. Nicht mal Probearbeitstag. Natürlich eingearbeitet, haben die gleich gesagt. Beim Fitnessland. Ich muss jetzt hinfahren. Und es ist schon wieder relativ spät, sag ich mal. Was ja generell nichts Ungewöhnliches ist. Aber ich wollte ja gerade zum Zug gehen. Nach Hannover fahren, habe ich festgestellt, dass mein Portemonnaie nicht da ist. Ich habe im Auto meine Eltern vergessen und die sind damit natürlich zur Arbeit gefahren gerade. Und jetzt hat meine Oma mich zum Glück gerettet. Jetzt kann ich das Auto hier nehmen und habe mir ein bisschen Bargeld geborgt noch bis übermorgen oder so. Und jetzt schaffe ich es auch noch pünktlich nach Hannover. Aber erstmal muss ich jetzt zur Tankstelle irgendwie Schrauben nachziehen lassen oder so ein Scheiß. Ich weiß auch nicht, was das ist. Winterreifen oder so? Keine Ahnung, kenne mich nicht aus. Tja, nur Räder nachgezogen oder was. Richtig netter Typ da an der Tankstelle, Alter. Ich glaube, der macht das auch schon Millionen Jahre. Kann man nur empfehlen. Falls euch mal die Schrauben locker sind an euren Winterreifen, fährt er dahin. Naja, wenigstens bin ich unterwegs wie der Typ da drüben mit einem Rohr auf dem Beifahrersitz. Ich trinke immer nur Kaffee beim Autofahren. Und wieder zu Hause. Das Geile ist halt, dass eben gerade auf der Rückfahrt einer von den Fitnessland-Menschen angerufen hat und mir mitgeteilt hat, dass ich doch noch nicht arbeiten muss. Nicht um 1, sondern erst um 5, also um 17 Uhr, weil er irgendwer krank geworden ist. Also das heißt, ich habe jetzt spontan doch noch 5 Stunden mehr Zeit und kann ein bisschen was machen. Kommt mir nicht sehr gelegen. Außerdem hat er gesagt, dass ich die Woche nicht jeden Tag 8 Stunden arbeiten muss, sondern irgendwie immer nur ein paar. Und wenn er keine Zeit hat oder so, aber auch das kommt mir gelegen. Wenn es auch noch gelegen kommen würde, wäre der richtige Schlüssel. Es ist 12. Hallo? Mal guck ich erstmal in den Kühlschrank, noch was zu essen da ist. Ach! Ah! Pizza. Ja, Pizza in meinem Fach. Hat der Frost fälschlicherweise ein Stück seiner Pizza in meinem Fach gelassen. Und konsequent wie ich bin, fresse ich es natürlich einfach auf. Viel Erfolg bei der Arbeit. Ich wünsche dir viel Spaß, hoffentlich machst du etwas anderes. Vielleicht lernst du ja noch was. Weil du wird ja arbeitet. Ein paar Autos bauen. Schicksal. Das kann ich gut. Ich muss echt sagen, so langsam fühlt sich die Wohnung hier mehr und mehr an wie zu Hause. In meiner Wohnung, beziehungsweise was ist hier los eigentlich? Ja. Ja, fühlt sich immer gemütlicher an, hier zu sein, immer angenehmer. Ich bin jetzt schon ein paar Monate hier, aber irgendwie, ja, muss ich da gerade drüber nachdenken. Und deshalb sage ich das jetzt. Ich habe jetzt noch anderthalb, knapp 2 Stunden Zeit, dann muss ich los zum Fitnessland. Ein bisschen arbeiten. Und bin eigentlich ziemlich gespannt, wie das wird heute. Ich habe mich vor, ich glaube, einem Jahr oder 2 Jahren schon mal beim Fitnessland beworben. Damals ging es aber nur um einen Nebenjob, es war in Braunschweig. Und ich wurde nicht eingestellt, weil ich einen Bart hatte. Beziehungsweise, weil der Bart ja, zu lang war. Und der Herr da hatte mich dann gebeten, den noch kürzer zu machen. Und dann habe ich gedacht, für einen Nebenjob mit 8,50 Euro in der Stunde schneide ich mir nicht den Bart ab oder so kurz, dass er nett aussieht, damit die Kunden nicht verschreckt sind. Weil das halt auch völliger Unsinn ist. Inzwischen so viele Leute im Bart haben, das glaube ich keinen mehr wirklich interessiert oder abschreckt. Und wenn doch, selbst schuld. Von daher, mal gucken, wie das heute wird. Hab Bock drauf. Mal schauen, ob ich das lernen kann. Mal gucken, wie die Leute drauf sind. Und jetzt arbeite ich erstmal ein Video für morgen. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen frisch machen, rasieren und all so ein Quatsch. Und mir ist gerade eingefallen, dass ich wahrscheinlich ohne Mütze arbeiten muss und alles. Das heißt, ich muss praktisch als normaler Mensch da aufschlagen heute. Hey, echt gespannt, was das wird jetzt. So, gerade im Keller, Fahrrad organisieren, dann geht's los. 20 Minuten habe ich noch für knapp 5 Kilometer Fahrradfahren. Das wird schon wieder sehr knapp, aber sollte ich schaffen. So, ich bin jetzt gerade vor ein paar Minuten fertig geworden mit Arbeiten. Erster Tag. Ich muss ganz ehrlich sagen, begeistert bin ich nicht. Es war eigentlich fast genauso, wie ich erwartet habe. Bloß ein bisschen langweiliger noch. Ich bin nicht wirklich begeistert von dem Einarbeitungstag da. Ganz schön langweilig. Die Aufgaben, die man hat, beziehen sich eigentlich größtenteils
auf das Kontrollieren von Standards, ein bisschen was sauber machen, nach Möglichkeit Verträge verkaufen, logischerweise. Ja. Und das war's dann eigentlich schon fast. Nicht wirklich aufregend. Die Leute, die da arbeiten, sind ganz nett. Aber wenn ich ehrlich bin, einer von denen war richtig cool und in Ordnung und die anderen waren halt sehr oberflächlich und so, ja, hallo. Das macht, weiß nicht, macht einfach. Allein, also die paar Stunden haben schon überhaupt keinen Spaß gemacht. Gar nicht. Nicht eine Sekunde. Weil man da entweder nichts zu tun hat oder irgendwelche Sachen kontrollieren muss und auf Listen abhaken muss. Und das ist halt irgendwie. Ich meine, ich habe sowas Ähnliches erwartet, aber das war jetzt schon ein bisschen nicht so cool, sag ich mal. Und ist keine Sklavenarbeiter, aber ich bin jetzt echt gerade schon überlegen, ob es irgendwelche Alternativen gibt, die ich machen kann. So Momente wie heute, wenn ich jetzt irgendwo neu anfange zu arbeiten, beziehungsweise irgendwas ganz Neues ausprobiere, hatte ich jetzt schon öfter und keine Ahnung, wirklich häufig. Und teilweise war dieses schlechte Gefühl und dieses Unwohlsein, was ich am Anfang hatte, unbegründet, weil es dann nach ein, zwei, drei Tagen besser wurde. Aber es gab auch viele Situationen, in denen ich dann direkt gesagt habe, nee, habe ich keinen Bock drauf, fühlt sich scheiße an, will ich nicht machen, kann ich mir nicht längerfristig vorstellen. Und ein ähnliches Gefühl hatte ich heute auch. Jetzt geht es im Prinzip darum herauszufinden, ob das Gefühl richtig ist, wenn man das sagen kann oder nicht. Und welche Alternativen es dann gibt. Ich habe noch ein paar Tage Zeit, mir das genau zu überlegen, was ich da mache. Ja, ich werde trotzdem schon mal anfangen, mir ein paar Alternativpläne zurechtzulegen, weil ich eigentlich nicht meine Zeit damit verbringen möchte, mit irgendwas, was mir jeden Tag Unwohlsein verschafft. Auch wenn man oft nicht die Wahl hat. Vielleicht ist das jetzt gerade so der Punkt, wo ich sagen muss, okay, ich habe keine Wahl. Das ist das, was ich jetzt die nächsten paar Monate mache, bis das Studium wieder losgeht. Vielleicht gibt es aber auch eine Alternative. Und wenn ich die praktisch organisieren kann für mich, dann habe ich sehr wohl eine Wahl. Jetzt einfach zu sagen, nein, das mache ich nicht, aber auch nichts anderes oder keine Ahnung, geht natürlich nicht. Von daher geht es also nur darum, dass ich mich um eine Alternativoption kümmere und das werde ich jetzt tun. Tja, irgendwie nagt das echt so ein bisschen an meiner Laune gerade. Weiß nicht genau warum, ob ich immer ein bisschen enttäuscht bin oder ob es, na, keine Ahnung, ist einfach nicht, vielleicht nicht das, was ich erwartet habe, aber es sich so anfühlt, hätte ich ja nicht gedacht. Jetzt erstmal nur ohne Lesen, das habe ich auch schon länger nicht geregelt bekommen. Nicht Bock drauf. Ich glaube, die letzten zwei Wochen habe ich gar nicht eine Seite gelesen, außer das Material, was ich für die Trainerprüfungen lernen musste. Und dann wache ich hoffentlich morgen früh auf und Zeit, mir ein paar Gedanken zu machen. Vielleicht träume ich auch was Gutes. Das wäre mal wieder schön.